Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Martin, für die einleitenden Worte. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf in Mahl bei euch in Nordrhein-Westfalen. Einige von euch wissen, dass es für mich immer eine ganz große Freude ist, hier in meinem, sozusagen in meinem Heimatbundesland als Ostwestfälin sprechen zu dürfen. Und dementsprechend berührt es mich umso mehr, heute hier zu sein. 10 Jahre AfD, 10 Jahre Herausforderung. Herausforderung für unser Land. Mit einer Bundesregierung der Ampel, die dieses Land nicht steuern, nicht regieren kann und auch nicht will. Wir haben in der Regierung Minister sitzen, die ihrem Beruf nicht gewachsen sind. Wir haben mit dieser Ampelregierung eine Regierung, auch im Zusammenspiel mit den öffentlich-rechtlichen Medien, die gefährlich an der Eskalationsspirale dreht zur Eskalation des Ukraine-Krieges. Das, sehr geehrte Damen und Herren, halte ich für unverantwortlich. Wir sind das einzige Korrektiv in Deutschland, die für Friedensverhandlungen eintritt. Das einzige Korrektiv. Wir haben einen Friedensantrag im Bundestag eingebracht, der gelesen wurde. Wir haben viele Vorschläge eingebracht. Und unsere Aufgabe ist, die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zu bekommen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Das ist unsere Aufgabe. Wenn ich mir solche Leute anschaue, weil wir heute in Nordrhein-Westfalen sind, da haben Sie eine Abgeordnete, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist. Es geht um Agnes Strack-Zimmermann. Ich habe gerade das Bild von Agnes Strack-Zimmermann vor mir, wie sie auf einer Karnevalsrede als Vampir verkleidet war. Ich habe mich immer gefragt, warum hat die Frau sich eigentlich verkleidet? Das hätte sie gar nicht tun brauchen. Wir hätten ihr die Rolle auch so sehr gut abgenommen. Vielleicht fragt sie sich auch immer jeden Abend, ziehe ich jetzt das Vampirkostüm an oder das vom Adolf? Das weiß man nicht so genau. Das ist jetzt natürlich ein sehr harter Witz gewesen, aber man weiß es wirklich nicht so genau. Das Problem, worauf ich aber hinweisen möchte, ist, dass wir hier ein eklatantes Problem mit der Personalauswahl haben. Diese Leute sorgen nicht dafür, dass wir als neutrale Kraft, als ein neutrales Land, als ehrlicher Makler wahrgenommen werden, so wie es in der Vergangenheit war. Wir wurden immer unter den weitsichtigen Regierungen, auch beispielsweise der Regierung von Willy Brandt, als neutrale Kraft wahrgenommen, als ehrlicher Makler. Wir müssen zurück zu dieser Rolle finden, um eben auch als diplomatischer Spieler wahrgenommen zu werden. Macron hat in einem recht gehabt. Alle regen sich ja über Macron auf. Der Mann, der hat in China ganz klar gesagt, wir brauchen eine eigene europäische Sicherheitsarchitektur. Der Mann hat recht, wir brauchen eine eigene Sicherheitsarchitektur. Wir dürfen uns nicht unreflektiert, emotional, moralisierend, wir dürfen uns nicht in Konflikte hineinziehen lassen, in Kriege, die uns nichts angehen. Ja, nach der Ukraine kommt jetzt plötzlich Taiwan. Es wird ohne Not alles miteinander vermengt. Dabei müssen wir doch für eine Entspannungspolitik sorgen. Und das Gegenteil, was gemacht wird, ist, wenn ein Habeck, ein Vizekanzler, in die Ukraine fährt und sagt, Mensch, also die Kernkraftwerke hier, die können wir ruhig stehen lassen, die sind ja schließlich gebaut worden. Ich frage mich, wo war Tschernobyl nochmal?
Wo ist das Kernkraftwerk in die Luft geflogen? Oder Frau Baerbock, die jetzt in China ist, die einfach völlig unreflektiert vor den Kameras übrigens nicht für die Chinesen, sondern einfach einzig und allein für die deutsche Öffentlichkeit Fratzen zieht, herumblökt und einfach Sachen heraushaut, die zu einer Deeskalation überhaupt nicht beitragen. Diese Rolle steht uns nicht. Das ist nicht Deutschlands Rolle in der Welt. Heute ist der Tag, der letzte Tag der Kernkraft in Deutschland. Während es völlig in Ordnung ist, die Kernkraftwerke in der Ukraine laufen zu lassen, werden die sichersten, modernsten Kernkraftwerke, die verbleibenden drei, in Deutschland abgestellt. Um nach der Logik der Grünen zu gehen, nicht wahr, Angebot und Nachfrage, hat sich ja schon die grüne Frau Göring-Eckardt ausgelassen, dass wenn man das Angebot jetzt noch verknappt, dass auf jeden Fall die Preise sinken werden. Merken Sie sich diese Logik ganz genau. Das Schlimme an der Sache ist natürlich, wir lachen jetzt über so viel Doofheit. Und wir wissen auch alle, dass diese gesamte Regierungsbank ein Ausfluss der Bildungsmisere in Deutschland ist. Das sage ich völlig wertfrei. Es ist ja einfach so. Es ist eine ganz einfache Sachinformation. Ja, Michael, ich sage es völlig wertfrei. Die Leute haben teilweise überhaupt gar keine Berufsausbildung. Die wissen nicht, wie Wertschöpfungsketten funktionieren. Komme ich wieder zurück auf unseren allbekannten Lieblingsminister, der durch Fotoaufnahmen, Fotostrecken von den deutschen Medien, die ja selber auch alle linksgrün sind, gepusht wurde ohne Ende. Ich erinnere mich im Bundestagswahlkampf, als er gefragt wurde im Spiegel, Herr Habeck, Sie haben so viel zu tun, wie schaffen Sie es, so gut dabei auszusehen? Ich weiß nicht, wann mir mal diese Frage gestellt wurde. Also, noch nie. Ich weiß nicht, warum. Herr Habeck, wie schaffen Sie es, so gut auszusehen? Kaum war er gewählt, ich weiß nicht, wer von Ihnen das gesehen hat, diese ARD-Reportage, der wurde begleitet und hat dann gesagt, puh, große Aufgaben warten auf mich. Ich habe 14 Tage nicht geschafft, meine Wäsche zu waschen. Das hat er wirklich gesagt vor laufender Kamera, ich denke mir das nicht aus. Dann konnte ich die Milch nicht einkaufen, ich musste mein Hafermüsli mit Wasser essen. Und wie soll ich das schaffen? Nach zurücktreten kann ich auch nicht, bin noch gar nicht angetreten. Aber dann hat er sich das Superressort ausgesucht. Nicht irgendwie das für so einen Philosophiestudenten, für so einen Dauerstudenten und Kinderbuchautor irgendwie das Familien- und Umweltministerium passend gewesen wäre. Nein, es sollte das Wirtschaftsministerium sein, zusammengefasst zu einem Energieministerium. Wir haben dort einen waschechten Dilettanten sitzen, der die Industrienation Deutschland abwickelt. Darum geht es. Darum lasst uns alles dafür tun. Herr Martin hat es eben schon ganz richtig gesagt. Lasst uns diese unverantwortliche Trümmertruppe wirklich ins Nirvana schicken. Die FDP spielt dabei im Übrigen eine ganz unselige Rolle. Zu Recht fliegt sie aus allen Landtagen heraus. Und ich hoffe auch, dass sie in Nordrhein-Westfalen dann bei der nächsten Wahl herausfliegt. Denn so eine Partei braucht niemand. Habeck, der Wirtschaftszerstörungsminister, ich höre auch gleich auf. Ich schließe mit den Worten, während Deutschland die Kernkraft abschafft, in diesen Stunden und die Grünen gleich vollendete Tatsachen schaffen wollen durch Sprengung der Kühltürme, das muss ja gleich alles gesprengt werden, nicht wahr, damit man auch bloß nicht mehr zurückkommt, baut die Slowakei, Frankreich, jetzt auch Polen bauen neue Kernkraftwerke. Nur wir Deutschen mit den Grünen befinden uns auf einer Geisterfahrt, auf einem deutschen Sonderweg.
Wir Deutschen haben nie damit gute Erfahrung gemacht, auf einem Sonderweg zu sein. Das sollte eigentlich die Erfahrung aus der Vergangenheit lehren, dass wir niemals in Extremismus und in Dilettantismus, in Hysterie und Hypermoral verfallen dürfen. Die AfD ist deshalb angetreten als die Partei der Vernunft. Und ich kann Ihnen sagen, eine Regierungsbildung mit der AfD wird niemals stattfinden, ohne dieses Heizungsmassaker, was hier gerade stattfindet, abzuschaffen, für Wohlstand zu sorgen, Kernkraftwerke neu zu verplanen, zu bauen, die alten am Netz zu lassen und wieder in Betrieb zu nehmen und vor allen Dingen eben auch das Thema, das thematisieren wir gerne an anderer Stelle, für einen Zuwanderungsstopp zu sorgen. Denn die Landräte ächzen unter der ungebremsten Zuwanderung. Und da muss ich das noch als Letztes, weil ihr habt hier auch einen anstrengenden Parteitag vor euch, da muss die CDU gar nicht so tun, als ob sie Oppositionspartei wäre. Die CDU hat hier in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Landesregierung. Er macht nur grüne Politik. Da muss man sich auch fragen, wenn man hier so kreuz und quer durch Nordrhein-Westfalen fährt. Da frage ich mich auch, was ist denn hier eigentlich mit den Autobahnen los? Da werden Brücken gesperrt, da werden jetzt Brücken gesprengt. Wer war denn dafür verantwortlich? Das war der Wüst in der Vergangenheit gewesen. Der Wüst ist ja auch eine Personifizierung der Inkompetenz. So einer als Verkehrsminister, wo bleibt denn da der Untersuchungsausschuss? Der Mann ist haftbar zu machen. Oder in Schleswig-Holstein. Oder das Desaster in Berlin. Da übernimmt die CDU-AfD-Position, schwupps, die Giffey. Oh, Hilfe. So, und die Giffey? Total abgestraft, sitzt er wieder in der Landesregierung. Wenn das die CDU-Politik ist, dann kann man den Wählern auch nicht mehr helfen. Ich hoffe, dass die Wähler aber daraus gelernt haben und in Zukunft uns die echte Alternative wählen für konservativ-liberale Politik des Weitblicks und der Vernunft. Ich bedanke mich herzlich und wünsche euch allen einen schönen Parteitag. Danke.